Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunden. Die Fraktion der Piraten und die Fraktion der FDP haben jeweils mit Schreiben vom 9. November 2014 gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer Aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Das Thema der Aktuellen Stunde wird von den Piraten folgendermaßen benannt. Erst Bürokratie, jetzt Datenmonster, NRW muss Pkw-Maut stoppen, keine Totalüberwachung in Nordrhein-Westfalen, und die Beantragung trägt die Drucksachennummer 7213. Die Aktuelle Stunde der Fraktion der FDP wurde von dieser benannt. Interessen von Nordrhein-Westfalen werden übergangen, Pkw-Maut schadet Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel, und diese Beantragung trägt die Drucksachennummer 7214. Ich eröffne die Aussprache und erteile als ersten Redner von Seiten der antragstellenden Fraktion der Piraten Herrn Kollegen Bayer das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Besucher hier am Stream und auf den Autobahnen, vielleicht ein bisschen mehr als sonst, kleiner Vorgeschmack. Denn an Tagen wie heute merken wir, wie wichtig die Verkehrsinfrastruktur für uns ist und wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass Bus und Bahn und Straße funktionieren und verantwortungsvoll gestaltet werden, auch für die, die da am Eingang stehen. Und wir wissen, dass unsere Infrastruktur marode ist, denn Sie haben ja leider total vergessen, die Instandhaltung zu investieren und sie instand zu halten. Wir haben nun alle Milliardenbeträge ausgerechnet, die uns jährlich fehlen, bei Straße, Bahn und bei ÖPNV. Doch Minister Dobrindt fordert von der Bahn weiter höhere Dividenden und den Bedarf beim ÖPNV ignorieren Bund und Land zusammen komplett. Unsere Patientin der Verkehrsinfrastruktur geht es nicht gut. Jahrzehnte falsche Verkehrspolitik haben sie stark geschwächt. Was tun? Umstellung der Ernährung, Prioritäten anders setzen, Verkehrspolitik nachhaltig ändern. Es wäre gut, aber nein, leider, das ist nicht der Fall. Weiter so mit dem Raubbau und uralten Verkehrskonzepten, aber dann wenigstens eine starke Medizin. Nein, das ist zu teuer. Wir müssen in dieser Legislaturperiode das Geld zusammenhalten, sagt der Bund, nicht in der nächsten. Also hat CSU und Stillstandsminister Dobrindt haben eine tolle Idee, ein Placebo, die Pkw-Maut. Ein Placebo mit Nebenwirkungen. Ja, es juckt und nervt fürchterlich, schadet dem kleinen Grenzverkehr, der Wirtschaft, dem Tourismus, aber bringt zumindest keine Lenkungswirkung, keinen Sinn und auch keine wirklichen Einnahmen. Im Gegenteil, der Euro aus der Kfz-Steuer fließt in die Verwaltung der Pkw-Maut und demnächst halt eben garantiert nicht mehr in die Infrastruktur. Wir haben ein Placebo, Pkw-Maut, das blockiert zuverlässig wirksame Lösungen gegen den Verfall der Infrastruktur. Das wollen wir nicht. Damit sind wir in NRW nicht einverstanden. Im September-Plenum waren wir uns darin einig, und das ist gut. Aber was ist seitdem denn bei Verhandlungen passiert? Die Pkw-Maut bleibt eine City-Maut. Bundesstraßen führen auch durch Städte. DB1 hier führt direkt zum Landtag. Ein Wirkstoff, und Sie können mir ruhig gerne zuhören, das ist wichtig. Ja? Auch Herr Laschet, weil er ja daran beteiligt war. Ja? Ein Wirkstoff konnte nämlich Herr Laschet der Pkw-Maut nicht hinzufügen. Sie bringt der Infrastruktur nämlich weiterhin gar nichts. Auch etwas, das die Symptome lindert oder grundsätzlich weiterhilft, eine zusätzliche Kraftstoffabgabe oder Ähnliches, hat man nicht vereinbart. Das Placebo ist trotzdem jetzt kein Placebo mehr. Minister Dobrindt und Armin Laschet haben der Pkw-Maut etwas beigemischt, das einem so richtig übel dabei wird, nämlich Totalüberwachung. Muss man sich vorstellen? Muss man sich vorstellen? Bei jeder Fiktion wäre das übertrieben, in der Realität ist das machbar. Statt etwas Sinnvolles zu tun und alte Fehler gut zu machen, schaffen es CSU, CDU und SPD, an etwas völlig Sinnfreiem so lange rumzubasteln, bis eigentlich zwei Hände für einen Facepalm nicht mehr reichen und der Kopf durch die Tischplatte bricht.
Also, es wird eine umfangreiche Überwachungsinfrastruktur aufgebaut. Und nicht nur die Hardware, die Mautbrücken bieten die rein technische Möglichkeit zur Überwachung nun. Nein, zusammen mit dem zentralen Infrastrukturregister und den Regeln zum Betrieb aus dem Gesetz wird die Überwachung sehr konkret. Und es ist nicht so, dass die Pkw wie die Lkw Transponder hätten und die Daten sofort gelöscht werden, wenn kein Verstoß vorliegt. Nein, im Gegenteil. Der Gipfel ist die Speicherung der Fotos und genauen Daten aller deutschen Autofahrer für 13 Monate. Ohne Opt-out, ohne Möglichkeit für deutsche Autobesitzer, dem zu widersprechen oder irgendwie rauszukommen. Will ich keine Bundesfernstraßen nutzen, dann werde ich erst recht überwacht, weil das muss ja nachher bewiesen werden, dass ich nicht die Straßen benutzt habe. Zielgruppe, Speicherung und Umfang stellen die Möglichkeiten der Lkw-Maut und aller bisherigen Überwachungsstrukturen in Deutschland deutlich in den Schatten. Die Qualität ist eine völlig neue. Und was wir bekommen, ist also eine Vorratsdatenspeicherung für Bewegungsprofile, der sich niemand entziehen kann. Das können wir nicht ernsthaft wollen. Das sind sehr attraktive Vorratsdaten, perfekt aufbereitete Daten, Big Data der Extraklasse. Und die wecken natürlich Begehrlichkeiten. Im Jahr 1 nach der Enthüllung Snowdens können wir das, von Edward Snowden, können wir das einfach ignorieren und mit "Die Daten sind sicher" abtun. Sind solche praktischen Überwachungsinfrastrukturen vorhanden, dann werden sie mit und ohne Wissen und Billigung der Öffentlichkeit zur Totalüberwachung der Bevölkerung eingesetzt. Die Überwachungsinfrastruktur kann ohne Zustimmung des Bundesrates ausgeweitet werden. Und das betrifft hier die Ausweichstrecken für Gäste, zum Beispiel aus den Niederlanden. Denn da werden entweder die Anwohner belastet oder es darf eben nach Belieben dort auch bemautet werden, wenn das Ausweichstrecken sind. Ausbau sind also kaum Grenzen gesetzt. Und das betrifft auch die Ausweitung der Lkw-Maut. Wenn die nämlich kommt, dann wird auch die Pkw-Maut ausgeweitet. Und wenn dann die SPD und Grüne hier im Saal, frage ich Sie, nehmen Sie denn die Überwachungsinfrastruktur dabei in Kauf, denn Sie wollen ja die Ausweitung der Lkw-Maut, oder treten Sie im Hinblick auf die Bewegungsprofil Vorratsdatenspeicherung von Ihren Forderungen zurück? Wie werden Sie da handeln? Minister Groschek, hier tut die Pkw-Maut als Murksmaut ab. Das ist ein schöner Zungenbrecher, nett, aber er hat ja die Verschlimmbesserung durchaus forciert, indem er gefordert hat, statt Toll-Collect und Papiervignetten eben so ein System einzusetzen, wie es nun geplant ist. Die Pläne schaffen ein teures und ineffektives Bürokratie- und Datenmonster, stellen keine Lösung für die Verkehrsprobleme dar. Der Patienteninfrastruktur ist nicht geholfen und es liegen auch noch Privatheit und Datenschutz daneben auf der Intensivstation. Kann man da noch einen draufsetzen? Ja, man kann. In diesem Fall Organentnahme, das heißt Privatisierung. Zu irgendwas muss die Pkw-Maut ja gut sein und so eine schöne Überwachungsinfrastruktur für eine Pauschalabgabe ist reichlich überdimensioniert. Mal abgesehen davon, dass wir Mehrwert zahlen müssen. Die Redezeit. Denn die Kfz-Steuerentlastungsgesetz ist ja noch gar nicht dabei und ich komme zum Schluss. Bietet diese Überwachungsinfrastruktur eine ideale Abrechnungsmöglichkeit für private Fernstraßen? Da kann ja gleich Herr Lindner weitermachen und mal Überwachungsinfrastruktur mit Privatisierung in Zusammenhang bringen. Mir ist wichtig, dass wir uns hier an dieser Stelle nicht auf die EU verlassen, dass die Maut gibt und nicht darauf, dass wir nachher die Überwachungsinfrastruktur mit Klagen kippen, sondern dass wir jetzt zusammen etwas tun und die Reißleine ziehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Lindner. Zu Recht nicht. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir haben vor einigen Wochen hier die Eckpunkte vom Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt für die Einführung einer sogenannten Ausländermaut diskutiert und in diesem Haus auch durchaus kritisch gewürdigt. Jetzt liegt ein Gesetzentwurf vor und man muss feststellen, es geht noch schlimmer. Gegenüber dem Diskussionsstand, den wir hier vor einigen Wochen hatten, hat die Bundesregierung die Pläne noch weiter verschärft und letztlich einen Frontalangriff auf den gesunden Menschenverstand unternommen. Armin Laschet hat sich in seiner Partei bemüht um Veränderungen am Gesetzentwurf. Das muss auch auf dem Zeugnis stehen, hat sich stets bemüht. Ergebnisse überzeugen noch nicht alle,
Aber immerhin ist das besser als das, was wir in der Diskussion seitens der Sozialdemokratie, immerhin der andere Teil der Großen Koalition, erlebt haben. Hier hat ja Norbert Römer gesagt, wir unternehmen nichts und wir schauen uns dann den fertigen Gesetzentwurf an. Und deshalb, Kollege Ott, sind wir natürlich ganz besonders gespannt darauf, jetzt, wo Sie sich beginnen, mit der Sache zu beschäftigen, wie denn Ihre Einschätzung der Ausländermaut von Herrn Dobrindt ist. Der Bundesverkehrsminister geht davon aus, dass seine Maut ein Aufkommen von etwa 500 Millionen Euro im Jahr generieren wird. Wir haben einen unabhängigen und auch in den Fachkreisen ja außerordentlich renommierten Gutachter gebeten, diese Rechnung einmal nachzuvollziehen. Ergebnis: maximal kann man von Einnahmen in einer Größenordnung von 330 Millionen Euro ausgehen. Dann kommen aber die Systemkosten noch dazu, also der Erhebungsaufwand. Das Nettoaufkommen aus der Ausländermaut bewegt sich in einer Größenordnung nach den einschlägigen gutachterlichen Expertisen von 100 Millionen Euro. Das ist durchaus viel Geld in unserer individuellen Perspektive. Mit Blick auf den dringenden Investitionsbedarf in die öffentliche Infrastruktur ist das allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und letztlich muss man sagen, dieses Vorhaben von Herrn Dobrindt, es ist nicht mehr als Symbolpolitik, die neue Trophäe der CSU, die Sie in Bayern an den Stammtischen vorzeigen wollen. Dafür dürfen wir uns aber nicht hergeben. Dafür wird nämlich viel zu viel geopfert. Verfolgt man die Argumentation weiter und bezieht auch noch die Einmalkosten mit in die Rechnung ein, dann kommt man zu Erhebungskosten von 70% am Aufkommen. 70% der Einnahmen werden für Bürokratie benötigt. Das ist so hoch wie bei keiner anderen Steuerabgabe oder bei keinem anderen Beitrag, den wir in Deutschland kennen. Die Dobrindt-Maut ist die bürokratischste Idee seit der Einführung des Dosenpfands. Sie hat keinen Sinn. Sie kostet nur Bürokratie. Und Herr Dobrindt hat es sogar verstanden, das Ganze sogar noch zu kombinieren mit einem zweiten Lieblingsvorhaben der CSU, offensichtlich aus Sehnsucht nach dem Ministerium, das die CSU abgeben musste, hat er gleichzeitig im Gepäck noch eine komplette Überwachungsinfrastruktur. Wir haben also Dosenpfand plus Vorratsdatenspeicherung gleich Dobrindt. Das ist der Gipfel der Dada-Politik, die wir in Deutschland jetzt gegenwärtig erleben. Das ist Dada. Vier Verlierer gibt's. Der erste Verlierer, das sind die Autofahrer. Denn es ist doch absehbar und die Ankündigungen deuten darauf hin, dass es jetzt ein Mautwettrüsten hier in unserer unmittelbaren Nachbarschaft gibt. Wenn also jemand von Nordrhein-Westfalen in die Niederlande oder nach Belgien fährt, dann wird er dort zur Kasse gebeten werden. Das also, die Autofahrer sind die Verlierer. Und wir werden noch erleben, ob tatsächlich die Anrechnung der Maut auf die Kfz-Steuer von Europa genehmigt wird. Nicht ausgeschlossen ist, dass die Verrechnung mit der Kfz-Steuer aus Brüssel zurückgewiesen wird. Und dann haben wir erst recht ein Problem, weil dann zahlen die deutschen Autofahrer am Ende mehr als unsere ausländischen Gäste. Die verlieren also. Das Ziel der Bundesregierung ist ja klar, die Ankündigung des gestrigen Tages, die Lkw-Maut auszuweiten, deutet ja in die Richtung, dass es im Grunde darum geht, neue Wege zu finden, den Bürgern in die Tasche zu greifen, hier Mittelstand und Autofahrern. Die sind aber stark genug belastet. Die können nicht die Verkehrsinfrastruktur mit ihren eigenen Abgaben insgesamt instand setzen, instand halten. Hier gibt es auch eine absolute Belastungsgrenze, die unterdessen bereits erreicht ist. Zweitens, der Standort Nordrhein-Westfalen verliert. Es kann doch niemand glauben, dass jemand aus den Niederlanden nach Winterberg fährt über die Landstraße. Natürlich fahren die Leute über die Autobahn. Oder eben nicht. Deshalb wird ja in den Tourismusregionen geklagt darüber, dass Umsatzeinbußen zu erwarten sind. Und wenn die Leute, Armin, wenn die Leute tatsächlich aus den Niederlanden nach Winterberg fahren würden, nicht über die Autobahn, sondern, um die Maut zu sparen, über die Bundes- oder Landstraße,
Ja, was haben wir denn da gewonnen an Verkehrsinfrastruktur? Da werden sich die Anwohner an den stark belasteten Durchgangsstraßen bei der Union bedanken dafür. Dritter Punkt, und das ist angesprochen worden, es wird eine flächendeckende Überwachungsinfrastruktur aufgebaut, um die Maut zu erheben. Vorratsdatenspeicherung über die Autobahn habe ich das eben genannt. Und jetzt gibt es Beteuerungen, nein, nein, die Daten bleiben alle natürlich geheim. Selbstverständlich, niemand beabsichtigt, auf die Mautdaten zuzugreifen, auch nicht Herr Zicke. Und der Bundesfinanzminister wird das nicht machen, weil irgendwann könnte man ja die elektronischen Fahrtenbücher vergleichen mit den Mautdaten. Also all das ja, ist ja schon sichtbar an Begehrlichkeit. Ich glaube, die Mautdaten bei Herrn Dobrindt sind genauso sicher wie Steuereinnahmen bei Rot-Grün. Darauf würde ich mich nicht verlassen wollen, im Zweifel. Und mal mit Blick zu den Piraten, weil sie hier so ein Schreckensgemälde ja zu Recht auch gemalt haben. Es ist ja nicht nur der Staat, es ist ja auch durchaus rein theoretisch fiktiv vorstellbar, dass auch private Hackerangriffe unternommen werden, um an die Mautdaten zu kommen. Und dann sind die plötzlich, stehen die öffentlich zur Verfügung. Dann ja, was weiß ich, gibt es eine Excel-Tabelle im Internet einsehbar mit den Mautdaten, dann weiß man genau, wo Norbert Walter Borjans mit seinem Privatfahrzeug wann wo unterwegs war. Dann weiß seine Frau, wann er wo unterwegs war und wo er nicht war. In seinem Fall mache ich mir keine Sorgen, aber es hat Phasen im Leben von Horst Seehofer gegeben, da wäre ihm das nicht recht gewesen. Herr Kollege Lindner. Und der vierte, letzte Punkt. Herr Kollege Lindner, entgegen der elektronischen Anzeige ist Ihre Redezeit bereits beendet, weil ach so, wir ein Problem ist hatten. Die Angabe, auch dieser technischen Angabe kann man keinen Glauben schenken. Also. Ja. Also, komme gerade bei Ihrer. Ja. Ich komme zu einem allerletzten Punkt, Frau Präsidentin, und ich mache es auch wirklich kurz. Der vierte Verlierer ist Europa. Angesichts der wachsenden Europaskepsis ist es wirklich das richtige Signal, frage ich, dass wir jetzt wieder sichtbare Grenzen in Europa aufbauen. Ich glaube, das gegenteilige Signal wäre nötig, dass gerade wir als Deutsche entschieden zu diesem Europa inklusive seiner Freizügigkeit stehen. Das wäre ein Signal der Verantwortung und der Zukunftsbereitschaft. Vielen Dank, Herr Kollege Lindner. Und vielen Dank auch für Ihr Verständnis, dass ich Sie entgegen der elektronischen Anzeige auf das Ende der Redezeit hinweisen musste. Herr Kollege Ott für die SPD-Fraktion hat das Wort. Ist das jetzt wieder ganz? Ja. Okay. Ja, weil ich muss ja für den Kollegen Breuer noch was übrig lassen. Nee, das ist in der aktuellen Stimme. Genau. Bitte was? Ja. 10 Minuten? 7. 7 nur? Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben heute, und viele Punkte komme ich gleich darauf zurück, kann ich durchaus teilen von meinen Vorrednern, wir haben heute die Debatte natürlich auch Herrn Laschet zu verdanken und der CDU Nordrhein-Westfalen, denn die CDU in NRW hat versucht, den untauglichen Versuch der CSU, eine unsinnige und rückwärtsgewandte Ausländermaut für PKWs geländegängig zu machen und auf den Weg zu bringen. Und deshalb, Herr Laschet, ist das auch Ihre Maut, die jetzt auf der Bundesebene diskutiert wird. Und das wundert einen natürlich schon, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen sich tatsächlich hier nicht mal an ihren bayerischen Kollegen oder mit ihren bayerischen Kollegen auseinandersetzt, sondern das einfach ohne Beißhemmung mitmacht. Und wer sich diesen Begriff der Verschlimmbesserung mal richtig angucken will, der kann das hier an der Pkw-Maut tun. Die Entwicklung vom Koalitionsvertrag der Großen Koalition in Berlin bis heute politisch und medial nachzuverfolgen, fördert ein wahres Juwel zutage, nämlich Politik zum Abgewöhnen. Mir fällt kaum ein politisches Thema ein, das in den letzten Jahren derart grotesk daherkam. Es gibt Kritik aus den Bundesländern, parteiübergreifend, aus der Wirtschaft. Und letztlich ist es so, wie gerade beschrieben, für die bayerischen Stammtische und Bierzelte ist dieses Projekt nach vorne gekommen. Obwohl die Kanzlerin noch vor der Wahl gesagt hat, es wird keine Maut geben, wird sie jetzt kommen. Oder ist das vielleicht doch alles auch geplant?
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Position der SPD in Nordrhein-Westfalen und der regierungstragenden Koalition hat seit 2010 sich klar bekannt. Sie hat seit 2010 immer wieder deutlich gemacht, dass wir keine Pkw-Maut wollen, dass es kein erstrebtes Ziel ist, sondern dass wir sachgerecht es sinnvoller finden, die Lkw-Maut auszuweiten. Auch hier bleibt die Bundesregierung hinter den Erwartungen zurück. Wer nur 1100 Kilometer einbeziehen will zusätzlich, der springt zu kurz. Es geht um 40.000 Kilometer Bundesstraßen in Deutschland. Und von daher ist der Diskurs, der gestern im Kabinett begonnen hat, immer noch zu kurz gesprungen. Da muss mehr kommen. Aber natürlich ist es auch richtig, dass die SPD durch den Koalitionsvertrag in Berlin auch gebunden ist. So ist das in der Politik, wenn es zu Kompromissen kommt. Denn jeder von uns, der schon mal in Verantwortlichkeiten war oder ist, weiß, dass Koalitionsverträge eben auch sehr schwierig auszuhandeln sind. Und am Ende hat die Sozialdemokratie viele Punkte durchgesetzt, die den Kolleginnen und Kollegen der CDU natürlich auch nicht recht waren. Und sie werden gemeinsam getragen. Also wird man das tun. Aber diejenigen, die sich jetzt hier feixend hinstellen und das Dilemma herbeischreiben, müssen natürlich auch sehen, dass im vorgelegten Gesetzentwurf nicht unbedingt alle Kriterien des Koalitionsvertrags auf Bundesebene, die dort festgeschrieben sind, eingehalten sind. Darauf will ich kurz hinweisen. Erstens, die Rechtskonformität des Gesetzentwurfs ist Wunschdenken. Es gibt viele Stimmen, die sagen, dass nur weil ein ausscheidender Spitzenbeamter der EU meint, das wäre in Ordnung, das noch längst nicht europarechtlich geklärt ist. Wir werden also sehen, wie es da weitergeht, zumal die europäischen Nachbarländer Klagen angekündigt haben. Das Thema Datenschutz ist hier ausreichend beschrieben, wobei ich die Empörungslyrik hier der Piraten manchmal auch deshalb merkwürdig finde, weil viele von Ihnen mit ihren technischen Geräten, wie Sie alle wissen, ja heute schon dazu beitragen, dass Großkonzerne natürlich darüber verfügen. Das macht mich eher nachdenklich und stellt sich für mich eher die Frage, wie gehen wir insgesamt damit um? Damit sollte man dann auch keinen Klamauk machen. Die Bürgerinnen und Bürger schließlich sollen die Zeche bezahlen, wenn sie in den Nachbarländern ebenfalls Pkw-Maut zahlen müssen, zum Beispiel in den Benelux-Staaten, und die Fahrten zum Einkaufen dann wesentlich teurer werden. Von den Tourismus, das Thema Tourismus hat Herr Lindner gerade angesprochen, und selbstverständlich ist es auch zu kurz gegriffen, Herr Laschet, immer nur über die Menschen im Aachener Raum zu sprechen. Der Hochsauerlandkreis mit seinen vielen niederländischen Gästen ist genauso an der Stelle massiv betroffen. Und zu den verkehrlichen Veränderungen hat ebenfalls Herr Lindner gerade gesprochen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dazu kommt, es ist zu fragen, wird das Aufkommen aus der Pkw-Maut überhaupt erreicht? Und dazu empfehle ich heute die Lektüre der Zeitungen, in denen ja noch mal deutlich dargestellt wird, dass die Absenkung der Kraftfahrzeugsteuer in einem anderen, in einem zweiten Gesetz gemacht wird und es vollkommen bis zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht klar ist, ob nicht zu jeder Zeit dieses Gesetz dann auch wieder angepasst werden kann und am Ende die Bedingung, dass die inländischen Kraftfahrer nicht belastet werden, dann gar nicht erfüllt wird. Last but not least ist das Ganze verkehrspolitisch auch deshalb eine Katastrophe, weil wir ja, genau wie Herr Lindner es eben beschrieben haben natürlich ein Problem haben, Herr Laschet, wenn Sie sich mit Ihrem Vorschlag durchsetzen. Es wird dazu führen, dass dann die Pkw auf Autobahnen eben kommt, die Leute ausweichen über die Landstraßen. Aber dann werden Sie sicherlich mit Herrn Schemmer und Herrn Fussen wieder fordern, ganz viele Umgehungsstraßen zu bauen, damit man die Belastung der Menschen vor Ort, dann, die Sie selbst geschaffen haben, wieder ausgleichen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wem nützt diese Pkw-Maut? Die Prognosen bezüglich des Aufkommens, auch das hat Herr Lindner vorgerechnet, ist im Moment nicht nachzuvollziehen. Die SPD ist gut beraten, in der Bundestagsfraktion genau nachzurechnen und zu gucken. Wir sind sicher, dass der Finanzminister Schäuble an dieser Stelle auch ganz genau nachrechnen wird und überprüfen wird, ob das gewünschte Volumen überhaupt hereinkommen kann. Last but not least, meine sehr verehrten Damen und Herren, das angestrebte Verursacherprinzip wird durch diese Entscheidung weiter verwässert. Wir wissen um den Zustand der Infrastruktur. Es sind die LKWs, die in erster Linie unsere Straßen und Brücken kaputt fahren. Und deshalb sollten diese Nutzer auch angemessen an den Kosten der Infrastruktur beteiligt werden. Angesichts eines Jahrzehnts der Sanierung und des von allen Fachleuten gemeinsam festgestellten zu wenig Geld in der Infrastruktur müssen wir einfach gemeinsam doch eigentlich auf Null gehen und sagen,
Liebe Bundesregierung, es reicht nicht, was ihr bisher zur Verfügung stellt. Wir erleben das jetzt in den Debatten rund um die Regionalisierungsmittel. Wir brauchen mehr Geld für die Infrastruktur, und zwar parteiübergreifend und gemeinsam. Wir müssen unser Bundesland insbesondere auch sanieren und reparieren. Viel ist hier liegen geblieben. Und umso sicherer bin ich, dass, wenn die Debatten den Bundestag erreicht haben, dass das Strucksche Gesetz auch hier gilt. Nichts geht so in den Bundestag rein, wie es rausgeht. Und ich hoffe sehr, dass an der Stelle viele Verbesserungen noch durchgeführt werden können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ott. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Fusse. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, ganzer Einsatz ist ganzer Erfolg. In den vergangenen Monaten hatte die CDU Nordrhein-Westfalen gegen die ersten Pkw-Mautpläne ganzen Einsatz gezeigt. Dieser Einsatz hatte auch Erfolg. Wie viel wir erreicht haben, zeigt ein Blick auf die ursprünglichen Mautpläne von Bundesverkehrsminister Dobrindt. Das von Dobrindt Anfang Juli 2014 vorgestellte Konzept einer Infrastrukturabgabe ging über den Koalitionsvertrag weit hinaus. Die Pkw-Maut sollte nach dem Anfangskonzept auf allen Straßen in unserem Land gelten. Das heißt, der Geltungsbereich war vorgesehen für alle kommunalen Straßen, alle Kreisstraßen, alle Landesstraßen und Bundesstraßen. Jeder Feldweg in Deutschland und Nordrhein-Westfalen sollte quasi bemautet werden. Die anfänglichen Pläne des Bundesverkehrsministers sahen ein Eintrittsgeld nach Deutschland vor. Es wäre kein Grenzübertritt ohne Bezahlung einer Maut möglich gewesen. Es war wahrlich nicht übertrieben, als wir von der CDU Nordrhein-Westfalen von einer Totalmaut sprachen. Unser Lebens- und Wirtschaftsraum Nordrhein-Westfalen bildet mit Belgien, den Niederlanden und Luxemburg den letzten Pkw-mautfreien Raum Europas. Daher war und ist mit uns eine Totalmaut nicht zu machen. Dagegen, meine Damen und Herren, haben wir als CDU in Nordrhein-Westfalen im Interesse Nordrhein-Westfalens und der Grenzregionen gekämpft. Ein anderes Ergebnis hätten wir auch nicht akzeptiert. Die CDU Nordrhein-Westfalen hat sich vor Ort und in Berlin offensiv für die Interessen der Menschen und Unternehmen in unserem Land eingesetzt. Seit Bekanntwerden der ersten Mautpläne, die für alle Straßen gelten sollte, gab es Proteste. Gemeinsam haben wir den Widerstand gegen die Maut auf allen Straßen formiert und formuliert. Es engagierten sich CDU-Mandatsträger in den Räten und Städten und Gemeinden entlang der Grenze sowie unsere Abgeordneten im Europaparlament, Bundestag und Landtag. Für die CDU Nordrhein-Westfalen war von Anfang an klar, wir wollen das grenzüberschreitende Leben und Arbeiten mit unseren Nachbarn fördern. Wir wollen zusätzliche Belastungen für die Autofahrer in Nordrhein-Westfalen verhindern. Wir wollen jegliche Hindernisse für unsere Wirtschaft vermeiden. Im Rahmen eines Mautgipfels der CDU-Landtagsfraktion hatten wir gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft, Tourismus, Gastronomie und Handel die absehbaren Folgen einer Totalmaut für Nordrhein-Westfalen erörtert. Gemeinsam mit der FDP haben wir einen Antrag gegen die Infrastrukturabgabe auf allen Straßen in den nordrhein-westfälischen Landtag eingebracht. Die 63 nordrhein-westfälischen CDU-Bundestagsabgeordneten haben unter Führung von Peter Hinze gemeinsam mit unserem Vorsitzenden Armin Laschet einen Beschluss gegen die Totalmaut gefasst. Unser gemeinsames Engagement auf allen Ebenen hinweg hat sich nunmehr ausgezahlt. Wir haben Schaden von Nordrhein-Westfalen abgewendet. Kommen wir nun zu Ihnen, sehr geehrter Herr Kollege Ott. Sie haben sich eben bereits als Seiltänzer versucht, sind aber böse abgestürzt. Seitens der Regierung von Frau Kraft war wochenlang keine Reaktion zu vernehmen. Die Ministerpräsidentin war machtlos. Man hörte in Nordrhein-Westfalen nichts von ihr, und auch in Berlin hat sie nicht interveniert. Funkstille, Frau Ministerpräsidentin. Als Frau Ministerpräsidentin Kraft schließlich ihr Schweigen brach, fiel ihre Kritik allenfalls halbherzig aus.
auch Verkehrsminister Groschek erging sich lediglich in seinen üblichen generalsekretärsgemäßen Andeutungen von Murksmaut war die Rede, von Murksmaut war die Rede. Nach Berlin gefahren ist er allerdings nicht. Durch unseren Einsatz, meine Damen und Herren, wurde die Totalmaut verhindert. Meine Damen und Herren, eines muss ich allerdings auch klarstellen. Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat die Pkw-Maut nie gewollt. Durch unseren Erfolg und das Zurückrudern von Dobrindt sind wir noch lange keine Mautfans geworden. Keine Pkw-Maut wäre sicher die beste Lösung. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch für uns gilt Pacta sunt servanda. Das heißt, Verträge müssen eingehalten werden. Was der Lateiner sagt, ist nicht weniger als das Prinzip der Vertragstreue. Und über das, was wir hier heute reden, ist nicht weniger als der Koalitionsvertrag in Berlin. An diesem Vertrag können und wollen wir nicht rütteln. Vertragstreue gegenüber dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist auch dann geboten, wenn man in Teilen nicht einverstanden ist. Leider ist die Pkw-Maut wie andere Themen, die wir für falsch halten, im Koalitionsvertrag verankert. Dazu gehört etwa die Rente mit 63. Dazu gehört leider nicht das CO2-Gebäudesanierungsprogramm mit Fördermitteln von jährlich 2 Milliarden Euro. CDU und CSU haben dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Die SPD hat dem Koalitionsvertrag sogar mit einem Mitgliederentscheid zugestimmt. Er gilt. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Kritik einstellen. Im weiteren Gesetzgebungsverfahren werden wir genau auf die Interessen von Nordrhein-Westfalen achten, auch im Hinblick auf die Grenzregionen. Schließen möchte ich mit den Worten von Max Weber. Man kann sagen, dass drei Qualitäten vornehmlich entscheidend für den Politiker sind: Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß. Genau das haben nordrhein-westfälische CDU-Politiker beim Streit um die Maut eingehalten. CDU-Politiker haben auf allen Ebenen leidenschaftlich gegen die Maut auf allen Straßen gekämpft. Aber wir haben auch ein großes Verantwortungsgefühl gegenüber dem Bund und damit gegenüber dem Koalitionsvertrag. Vom Bundesverkehrsminister erwarten wir nun Augenmaß bei der Umsetzung der Pkw-Maut, auch im Hinblick auf den Datenschutz. Das ist uns wichtig. Ganz zum Schluss noch ein Wort zu Ihnen, sehr geehrter Herr Kollege Lindner. Das war natürlich wieder ein Rhetorikfeuerwerk nach dem Motto, schön war die Zeit damals, als wir noch dabei waren. Ich wage abschließend die These, hätte die schwarz-gelbe Bundesregierung ihren Koalitionsvertrag so sauber abgearbeitet, wie die Große Koalition das jetzt tut, wäre die FDP wohl möglich heute noch im Bundestag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Fusser. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Beul. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Debatte im September hier im Hause hat die rot-grüne Koalition bereits ein starkes Signal nach Berlin gesendet. Wir lehnen die Pläne der Bundesregierung für eine Pkw-Maut ab. Rot-Grün in NRW hat dies beschlossen, gegen die Opposition. Warum? Man kann nur mutmaßen. Die FDP wollte ihn nicht mittragen, weil er die strikte Ausweitung der Lkw-Maut enthält. Die CDU wollte den Beschluss nicht mittragen, weil er mit Rücksicht auf Berlin zu harsch war. Nun, die wackelige Position der CDU ist keine Mutmaßung mehr, sie ist Realität. Erinnern wir uns. Zunächst lehnte Angela Merkel die Pkw-Maut ab. Dies werde es mit ihr nicht geben. Armin Laschet sagte, die Maut werde nicht kommen. Im Koalitionsvertrag steht dann doch etwas von einer Maut zur Finanzierung von Autobahnen unter Bedingungen. Im Juli diesen Jahres legte Herr Dobrindt einen Entwurf vor, der auf einmal alle Straßen in die Maut einbeziehen sollte. Armin Laschet brüllte wie ein Löwe gegen die Pkw-Maut. Und nun, Herr Dobrindt will nur eine Pkw-Maut auf Autobahnen und Bundesstraßen, aber bei Bundesstraßen nicht für Ausländer?
Vorerst, so steht es im Entwurf des Gesetzes. Es soll netto aus dieser ganzen Sache noch 500 Millionen Euro übrig bleiben. Viel zu optimistisch, sagen fast alle Experten. Aber selbst wenn es stimmen würde, viel zu wenig für die Finanzierungsprobleme der Infrastruktur. Etwa 500 neue Stellen in der Bürokratie werden dafür aber geschaffen. Zwei Ämter werden die Maut erheben, kontrollieren, Erstattungsanträge bearbeiten und so weiter und so weiter. Jeder weiß, eine einmal geschaffene Verwaltung wird so gut wie nie wieder abgeschafft. Ein Großteil der Einnahmen wird von einem neuen Bürokratiemonster aufgefressen werden. Und was sagt Armin Laschet dazu? Zuerst ist er der löwenhaft brüllende Mautgegner. Nun liegt er als zahmer Haustiger auf dem Schoß von Dobrindt und schnurrt dabei, zufrieden, wir haben Schaden vom Land NRW abgewendet. Ist dieser Quatsch das Abwenden von Schaden für Nordrhein-Westfalen? Ist es das segnende Wirken für NRW, das Blödsinn noch blödsinniger, aber nicht weniger schädlich ist? Verkehrsclub Deutschland, Umweltverbände, IHK, ADAC, Kommunen, Experten, Nachbarstaaten, Bürgerinnen und Bürger, sie lehnen die Pläne für die Pkw-Maut weiterhin ab. Wenn man in der Politik einen Vorschlag macht und als Reaktion kommt von den einen mehr und von den anderen weniger, dann kann man immer noch sagen, man ist in der goldenen Mitte. Aber wenn alle sagen, lass den Blödsinn, dann sollte man endlich die Notbremse ziehen. Die Bundesregierung macht mit dieser Pkw-Maut eine Politik gegen die Menschen, gegen die Wirtschaft, gegen die Umwelt, gegen Europa. Und dies muss gestoppt werden. Die geplante Pkw-Maut bringt kaum Einnahmen und stattdessen eine riesige neue Bürokratie. Die Pkw-Maut ist datenschutzrechtlich höchst problematisch, trotz so vieler Beschwichtigungen, wie wir sie aus der Vergangenheit schon kennen und gelernt haben einzuschätzen. Die Maut gefährdet insbesondere Tages- und Wochenendtourismus in den ländlichen Regionen wie der Eifel und im Sauerland. Sie bedroht dort konkret Arbeitsplätze und die Wertschöpfung in der Tourismusindustrie. Sie wird die Grenzregionen treffen. Wir haben 7 grenzüberschreitende Autobahnen. Dazu kommen nahegelegene Autobahnverbindungen in andere Bundesländer. Und wenn, wie vorgesehen, die Mauterhebung schrittweise auf Bundesstraßen ausgeweitet wird, dann wird es gar noch schlimmer. Natürlich wird mit der Bemautung die grenzüberschreitende Fahrt unattraktiv. Natürlich schadet das der Wirtschaft vor Ort, den Einzelhändlern und den Gewerbetreibenden. Natürlich werden Autofahrer auf Bundes-, Landes- und Kommunalstraßen ausweichen. Sie werden durch die Dörfer fahren, Lärm erzeugen und Abgase ausstoßen. Und natürlich wird die CDU dann neue Ortsumgehungen fordern. Die Menschen dort werden es Seehofer, Sachwaltern, Dobrindt und Laschet danken. Und spätestens, wenn dann die Ausweitung auf Bundesstraßen gekommen ist, geplant für 2018, das Datum hängt natürlich überhaupt nicht mit irgendwelchen Wahlterminen zusammen, werden sich die Niederlande, Belgien und Luxemburg vermutlich zur Einführung einer Maut auf ihren Straßen entschließen. Und das wird der europäischen Einigung und dem grenzüberschreitenden Zusammenleben endgültig massiv schaden. Vor der Fahrt über die Grenze im Internet einchecken, je nachdem, ob man nach Belgien, Niederlande oder Deutschland will, oder an der Grenze anhalten, Angaben machen, Vignette registrieren. Am besten wäre dann noch, der Zoll würde direkt vor Ort Schranken aufstellen und wieder kontrollieren. Dann wäre Schengen endgültig passé. Das ist vermutlich der Traum einiger Politiker der bayerischen CSU-Staatsregierung. Das ist aber nicht unsere grüne Idee von Europa. Wir wollen Mauterfassung und Vignetten zu unserem niederländischen und belgischen Nachbarn genauso wenig wie zu den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen oder Niedersachsen. Für uns in NRW ist Europa kein abstrakter Begriff zur Lüttesser Sonntagsreden, sondern gelebte Realität. Eine Pkw-Maut behindert den gegenseitigen Austausch, behindert das gelebte Europa. Und das nur, um das Wahlkampfversprechen einer bayerischen Regionalpartei zu erfüllen. Ein Wahlkampfversprechen, das auch den dortigen Menschen überhaupt nichts bringt und allen schadet. Herr Wedelt, nicht der Schwanz mit dem Hund, hier haben sich die Flöhe im Fell verkrallt. Wir Grüne sind klar, wir wollen eine Ausweitung der Lkw-Maut auf das gesamte Straßennetz und auf kleine Lkw. Und das so schnell wie möglich. Das vermeidet Ausweichverkehre, statt sie zu provozieren. Das ist unbürokratisch machbar. Das ist verkehrspolitisch gerecht, denn Lkw verursachen rund 95% aller Straßenschäden. Und das ist umweltpolitisch sinnvoll, denn wir wollen mehr Güterverkehr auf die Schiene bringen. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen gemeinsam für NRW zusammenstehen. Statt umzufallen, wir müssen die Pkw-Maut stoppen.
Wir müssen vor allem über die Lkw-Maut eine bessere Verkehrsinfrastrukturfinanzierung hinbekommen. Das ist Aufgabe. Und diese Koalition in NRW hat sich das Ziel gesetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Beu. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Groschek. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, lieber Kollege Fussem, der arme Mahatma kann sich ja nicht wehren gegen Ihre Vergleiche. Deshalb nehme ich lieber meinen Lindner. Der könnte sich wehren, aber ich glaube, er ist des Zitates wert. Er hat zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Mautkonzeption und ihre Diskussion eine reine Trophäensammlung ist. Es geht aber nicht um Trophäen, die man sich an die Brust heften kann, denn manche Trophäe erweist sich als Schrumpfkopf, genau wie diese vermeintliche Murksmaut, die Sie jetzt als Laschet-Maut verkaufen, lieber Herr Fussem. Und deshalb ein Hinweis, Schützenkönig in der Grenzregion ist das eine. Oppositionsführer im Landtag mit intelligenteren Verkehrskonzepten ist das andere. Aber wir haben ja noch hinreichend Zeit, 2017, 18, 19 die Rollenspiele einzuüben. Jetzt zu den eigentlichen Anträgen. Ich glaube, die Diskussion ist schon ein Lehrstück. Erstens ein Lehrstück, dass nicht alles, was rechtens zu sein scheint, richtig ist. Deshalb Hinweis, Murksmaut bleibt Murksmaut. Warum? Weil über 30% Systemkosten, die durch den Selektionszwang entstehen, natürlich Murks sind. Als Vergleich, stellen Sie sich vor, wir hätten bei der Einkommensteuer oder bei der Mehrwertsteuer jeweils für einen Euro Steuermehreinnahme einen Bürokratieaufwand von 30 Cent und mehr. Sie würden doch die Finanzminister zum Deibel jagen, den Verkehrsminister, der so einen Unsinn verzapft, den beklatschen Sie und spenden ihm Applaus. Das kann nicht vernünftig sein. Das kann nicht vernünftig sein. Und deshalb gilt die Perspektive. Wir brauchen mehr Netto, nicht mehr Brutto, denn auch in der Verkehrspolitik gilt der Lebensweisheitssatz, nur Bares ist Wahres. Alles andere hilft der Infrastruktur nicht. Zweite Anmerkung zur Vorgeschichte. Wir haben erlebt, wie einig die Gesellschaft und die Politik war, nach dem PISA-Schock die Bildungsrepublik Deutschland aufzurufen und Milliarden Euro zu mobilisieren. Die A1-Brücke Leverkusen war so etwas wie der PISA-Schock für die Infrastruktur in unserem Land. Bildung statt Beton war perdu, Bildung und Beton. Huckepack zu einer Infrastrukturabgabe zu etablieren, der muss verhindert werden. Ich hoffe, in den Parlamenten wird es dafür Mehrheiten geben. Wenn nicht, muss mit Protest auf der Straße und in Karlsruhe entschieden werden. Und bei der nächsten Wahl. Denn mit uns Piraten wird es keine Vorratsdatenspeicherung für Bewegungsprofile in Koalitionsverhandlungen geben. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Herrmann. Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit schließe ich diese Aktuellen Stunden und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 2.